Ja, hallo zusammen. Erstmal vielen Dank für die nette Anmoderation und vor allem vielen Dank an das gesamte CXI-Team, dass wir hier heute sprechen dürfen vor dieser doch für uns ziemlich krassen Kulisse. Ich stelle uns kurz nochmal vor, das ist der Tobi von Zipgate, der Mats und ich bin der Paul. Und wir erzählen euch heute ein bisschen von dem Corporate Design System, was wir in den letzten knapp 2 Jahren gemeinsam mit Zipgate entwickelt haben und hoffen euch dabei vielleicht auch ein paar Dinge mitgeben zu können, die wir in dem Prozess gelernt haben, sowohl auf Agenturseite als auch auf Marken- bzw. Unternehmensseite. Bevor wir damit loslegen, erzähle ich noch mal kurz was über G31. Wir sind eine Agentur für Beratung, Gestaltung und Interaktion mit Sitz in Düsseldorf in der Germaniastraße 31, daher auch dieser wahnsinnig kreative Name. Mittlerweile haben wir auch einen kleinen Laden in Hamburg, sieht zumindest von außen fast identisch aus. Und gegründet wurde G31 vor knapp 3,5 Jahren sind es jetzt von dem Mats, dem Marc und mir, so sah das damals aus. Wir haben uns im Studium kennengelernt, haben wir gerade auch schon gehört, haben da schon gemerkt, dass wir gut zusammenarbeiten können, aber eben vor allem auch, dass wir uns sehr gut ergänzen. Das heißt, im Kern sind wir alle drei Kommunikationsdesigner, aber jeder bringt noch einen eigenen Schwerpunkt mit rein. Der Mats hat vorher als Artdirektor auch in einem Verlagshaus gearbeitet. Der Marc ist, wie man hier unschwer an seinem nerdigen T-Shirt erkennen kann, nicht nur Designer, sondern auch Programmierer. Und ich habe schon immer auch als Texter gearbeitet und eine entsprechende Ausbildung gemacht. Bis heute besteht G31 im Kern tatsächlich nur aus uns dreien, wenn man so will. Das heißt, wir haben keine festangestellten Mitarbeiter, aber wir greifen auf ein fest integriertes Netzwerk von Freelancern zurück, von denen die meisten tatsächlich auch mit bei uns in den Büros sitzen. Hier sitzen gerade auch welche. Das heißt, unsere Büros funktionieren ein Stück weit auch einfach wie Coworking Spaces. Und konkret sieht das dann so aus, wenn ein neues Projekt reinkommt, dann versuchen wir immer aus unserem Team heraus, aus dem Netzwerk heraus, so das perfekte Team zusammenzustellen für das jeweilige Projekt, passend zu den jeweiligen Anforderungen. Im Fall von Zipgate sah das dann so aus. Wir haben uns einen Motion Designer mit ins Boot geholt, 2 Illustratoren, noch weitere Grafikdesigner und UX-Designerinnen. Und ja, wenn wir nicht gerade für Zipgate arbeiten, dann arbeiten wir für einen ziemlich diversen Pool an Auftraggebern aus den verschiedensten Bereichen. Das sind so eher die repräsentativeren Namen, aber wir arbeiten auch viel und gerne für kleine und mittelständische Auftraggeber, da dann vor allem im Bereich Markenentwicklung, Markenbildung und visuelle Systeme. Und damit ihr schon mal einen kleinen Eindruck bekommt, was wir da so machen, haben wir ein kleines Showreel mitgebracht. Tobi von Zipgate. So sah unser Logo damals aus. Das fängt ja gut an. Ich bin 2005 eigentlich eher zufällig zu Zipgate gekommen. Ich war so auf der Suche nach Orientierung, wollte eigentlich Mediendesign studieren, Punkrocker mit langen Haaren, also ein bisschen unsicher, was mich da erwarten würde überhaupt jetzt in dem Laden. Und habe ich gedacht, ich ziehe mal ein Hemd an und das ist unser altes Büro auf der Ronsdorfer Straße in Düsseldorf. Damals waren wir ungefähr so 30 Leute, würde ich sagen. Heute sind wir 180 Leute, arbeiten auch nicht mehr in dem Büro. Und wir machen innovative Telefonieprodukte für ganz unterschiedliche Anwendungsbereiche. Unser umsatzstärkstes Produkt ist eigentlich Zipgate Team, so eine Cloud-Telefonanlage. Ja, wir sind Inhaber geführt, 2004 gegründet. Die beiden Geschäftsführer, Tim und Thilo, die sind auch heute noch Geschäftsführer und Inhaber und mit dem Tim zusammen habe ich im Prinzip das Rebranding betreut seitens Zipgate.
So sieht unser Büro aus. Wir sind in einer alten Druckerei. Alles relativ offen. So hinter den Glaswänden findet unsere Produktentwicklung statt, agil und in crossfunktionalen Teams. Wir haben ein eigenes Restaurant, in dem wir zusammen Mittagessen und frühstücken. Und uns besuchen auch relativ regelmäßig viele Leute, um von uns und mit uns zu lernen. Ja, und der Paul erklärt euch jetzt, wie die Zusammenarbeit zustande gekommen ist zwischen uns und G31. Ja, das war, denke ich, ein bisschen ungewöhnlich, bestimmt auch im Vergleich zu den anderen Projekten, die hier heute vorgestellt wurden. Und zwar werden Projekte in der Größenordnung, wie jetzt so ein neues Erscheinungsbild für eine Firma wie Zipgate, ja mittlerweile schon häufig über Pitches, Ausschreibungen vergeben oder aber über persönliche Kontakte, Netzwerk. Bei uns hatte das tatsächlich ganz viel mit der räumlichen Entfernung zu tun. Auch sowas gibt es noch. Zipgate liegt knapp 1,1 oder 1,2 Kilometer, je nachdem wie man läuft, von unserem Büro entfernt. Kann man an guten Tagen wirklich zu Fuß gehen. Und so kam es dann, dass Tim Moyes, einer der Geschäftsführer von Zipgate, tatsächlich dann auch ganz in der Nähe von unserem Büro wohnt und einfach jahrelang morgens und abends mit dem Fahrrad bei uns vorbeigefahren ist, wenn er denn zur Arbeit ist. Und unser Büro sieht ja jetzt von außen aus wie so eine Art Aquarium. Und wir haben so die Angewohnheit, dass wir halt alle Entwürfe immer an die Wände hängen. Das heißt, bei uns ist immer alles komplett voll tapeziert mit den Arbeiten, an denen wir gerade dran sind. Und der Tim hat natürlich dann immer reingelunzt und fand das wohl so gut, so hat er uns das zumindest erzählt, dass er dann irgendwann gesagt hat, komm mit den Jungs und Mädels, müssen wir mal was zusammen machen. Also hat er uns zu Zipgate eingeladen. Wir haben angefangen, erste Kickoff-Workshops zu machen, wo es dann erstmal tatsächlich darum ging, herauszufinden, wie wir Zipgate weiterhelfen können. Wir wussten zu dem Zeitpunkt, Zipgate macht Internettelefonie, aber Zipgate macht eben auch viel, viel mehr. Und da haben wir uns dann reingekniet, haben versucht, dieses Unternehmen zu verstehen, die Struktur zu verstehen, das Geschäftsmodell ein Stück weit zu durchdringen und haben uns da ziemlich reingesteigert eigentlich bis hin zu so ominösen Excel-Listen, wo wir dann wirklich so minutiös aufgelistet haben, was gibt es alles an Produkten, Verträgen, Apps, Attributen, wie hängen die zusammen, wie genau müsste man das in einem visuellen System abbilden, bis wir dann doch im Anbetracht der krassen Komplexität, die uns da erwartet hat, so ein bisschen kurzatmig geworden sind und gesagt haben, okay, vielleicht machen wir an der Stelle erstmal Stopp und betrachten das Ganze aus einer Perspektive, wo wir uns ein bisschen sicherer fühlen. Also haben wir uns angeguckt, wie steht es eigentlich oder wie stand es damals um das Thema Marke und Design bei Zipgate. Zipgate war zu dem Zeitpunkt tatsächlich schon eine starke Marke, gerade im Bereich Internettelefonie war es so einer der großen Player. Aber auch darüber hinaus war Zipgate bekannt. Das konnte man auch gut daran ablesen, dass Zipgate stark in der Presse besprochen wurde und da eben ja, doch ziemlich gefeiert wurde tatsächlich für diese innovative Arbeitskultur, die da tatsächlich gelebt wird. Wo es sich ein bisschen schwieriger gestaltet hat, war dann beim Thema visuelle Außendarstellung oder generell die Produktkommunikation, dass man so eine Übersicht von verschiedenen Marken, Untermarken, Produktmarken, die teilweise gab es schon eine einheitliche Systematik, immerhin teilweise sahen die Produktmarken aber völlig anders aus, ohne dass es dafür eigentlich einen guten Grund gegeben hätte. Und das hat sich dann auch fortgesetzt, so bei den Websites von Zipgate und den einzelnen Produkten wirklich ein Sammelsurium an unterschiedlichen Templates, Schriften, Bildwelten, Farbwelten, auch wenn man dann noch so ein bisschen ins Detail gegangen ist, total unterschiedliche Illustrationsstile, Grafikstile, keinerlei roter Faden erkennbar und tatsächlich handwerklich teilweise jetzt auch nicht auf dem allerhöchsten Niveau. Sodass wir dann gesagt haben, okay, wenn wir es machen, dann machen wir es richtig, dann packen wir die Marke Zipgate wirklich nochmal von der Pike auf an, entwickeln ein neues Gestaltungskonzept, setzen eine neue Markenarchitektur auf und gehen sozusagen das komplette Rebranding-Programm an und von da aus sind wir dann eigentlich ziemlich schnell übergegangen in einen Briefing- und Strategieprozess. Ja, ihr habt jetzt, denke ich, ein ganz gutes Bild von uns bekommen und ich hoffe, euch geht es wie mir damals. Irgendwie unser Selbstbild hat nicht dazu gepasst, wie wir uns nach außen dargestellt haben. Und deswegen haben wir ein Briefing vorbereitet, mit dem wir dann zu G31 gegangen sind. Und eins unserer Hauptanliegen war, unsere Markenpersönlichkeit zu visualisieren. Mein Gott. ja, und ein ganz entscheidender Aspekt ist das Thema Kommunikation bei uns. Klar, wir sind ein Telefonanbieter, ne? Aber uns geht es da im Prinzip um zwei Sachen. Einmal die interne Kommunikation. Also wir haben verschiedene Formate. Ihr habt das eben im New Work schon gesehen. Da spielt die zwischenmenschliche Kommunikation für eine gute Arbeitsweise einfach spielt eine extrem wichtige Rolle. Und da gibt es verschiedene Formate wie den Open Friday, in dem sich alle Mitarbeiter zweiwöchentlich über alle Themen austauschen können, aber auch um die Kommunikation nach außen zu unseren Kunden.
da ist eigentlich unsere oberste Devise, dass wir unsere Kunden nicht verarschen. Also anders als, nee, ich sag jetzt nicht, aber eine unserer Maxime ist halt, dass wir immer ehrlich und fair zu unseren Kunden sind. Wir verarschen die nicht, die können bei uns anrufen, die landen dann auch bei unserer Kundenbetreuung im Büro in Düsseldorf und nicht in irgendwelchen Callcentern, wo dann die Leute, die am Telefon sind, eigentlich nur versuchen, Schlimmeres zu verhindern. Wir versuchen, unseren Kunden zu helfen, kommunizieren zum Beispiel auch immer alle Preise offen und transparent, und das ist halt eine unserer Kernmarkenversprechen. Ein anderes Thema, was für uns super wichtig ist, das Thema Innovation. Wir haben, bevor wir Zipgate gemacht haben, auch schon innovative Produkte gebaut, angefangen mit billigertelefonieren.de zum Beispiel, so einer Tarifvergleichsplattform, oder sms.de, auch beides von unseren Gründern Tim und Thilo. Und daraus ist dann 2004 irgendwann auch Zipgate entwachsen. Und das Thema Innovation ist für uns auch heute noch sehr wichtig. Das heißt, wir haben auch neben unseren Bestandsprodukten immer noch Raum für Experimente und versuchen auch da zukunftsorientiert neue Produkte auf den Weg zu bringen. Und das machen wir alles selber. Also wir haben die komplette Produktentwicklung in-house, Netztechnik für die Telefoniesysteme, Designer, Entwickler, Kundenbetreuung. Und nennen das selber radikales Do-it-yourself. Das machen wir zum einen, weil wir einfach Bock haben, Sachen zu machen. Also wir sind irgendwie so Kreative und Macher. Zum anderen aber auch, weil wir das, was wir machen wollen, halt wirklich bis ins letzte Detail verstehen wollen, weil wir den Anspruch haben, Produkte zu bauen, die wir auch selber gerne benutzen würden. Zu guter Letzt, Thema Kultur. Wir sind relativ eng vernetzt mit der Kulturszene in Deutschland, besonders auch bei uns im Raum Düsseldorf. Wir unterstützen da eine Menge Festivals, wie das Open Source Festival zum Beispiel, oder auch Konferenzen. Haben aber auch im Büro relativ viele Anknüpfungspunkte an die Bereiche Design, Architektur und Kunst. Wir haben sogar einen eigenen Künstler angestellt, der alle Mitarbeiter porträtiert und unsere Kunstsammlung verwaltet, mit der wir immer bei der Nacht der Museen teilnehmen. Und ja, ein Hauptanliegen war natürlich, diese ganzen Markenattribute dann auch mal konsistent auf die Straße zu bringen und nicht in so einem bunten Bildmix, wie der Paul den eben präsentiert hat. Und gleichzeitig irgendwas Charakterstarkes, Einzigartiges auf die Straße zu bringen. Ein System zu entwickeln, in dem die einzelnen Komponenten Bezug zueinander nehmen, um halt so eine ganz klare visuelle Richtung zu haben. Ja, mit dem ausführlichen Briefing im Rucksack haben wir dann das gemacht, was wir tatsächlich bis dato immer in Corporate Design Prozessen gemacht haben. Wir haben uns erstmal zurückgezogen. Also wir haben uns erstmal knapp 2,5-3 Monate Zeit genommen, um einen wirklich ausführlichen Vorentwurf auszuarbeiten. Mit dem sind wir dann bei Zipgate aufgeschlagen und haben dann extra für die Präsentation auch noch so einen kleinen, ganz geckigen Rebranding-Film produziert. Und zumindest von den Anfang von diesem Film schauen wir uns jetzt an. Und da haben wir so ein bisschen die Geschichte der Telefonie tatsächlich aufgerollt, bis hin dann eigentlich zu dem Zeitalter der Internettelefonie, was Zipgate dann als einer der Pioniere in dem Bereich eingeläutet hat. Aus, was wir dann damals präsentiert haben. Die Bildmarke im Prinzip ein großes S, verbunden durch diese kleinen orangenen Freunde, wir haben das die Gateline genannt, zu so einer Art Unendlichkeitszeichen, was dann zufällig auch fast genauso aussah wie das kleine G aus der Schrift. Wir haben aber nicht nur dieses Logo gemacht, sondern wir hatten da wirklich schon einen wirklich
ausführliches visuelles System ausgearbeitet, dessen Key Visual dann aber eben diese Gateline war und die hat sich durch alle Bereiche durchgezogen. Man sieht das so in der Mitte links in den neuen Produktlogos, die wir da einführen wollten, aber auch in den Icons und Illustrationen ist dieses grafische Element dann eben immer wieder aufgetaucht. Das Ganze haben wir ziemlich breit dann auch schon durchdekliniert, angewandt auf verschiedene Medien, alles sehr schön einfach, grafisch, freundlich, einladend, was die Farben und so angeht, auch tatsächlich eher ein Rebranding von dem damals bestehenden Design, was damals auch das Briefing war. Und ja, das haben wir dann präsentiert und dann waren wir natürlich gespannt wie ein Flitzebogen, wie denn Tim und Tobi von Zipgate das aufnehmen würden. Ja, wir waren natürlich mega aufgeregt, für uns war das eine Riesennummer. Die Jungs hatten jetzt irgendwie 2,5 Monate nichts von sich hören lassen und dementsprechend aufgeregt waren wir, was uns da erwarten würde. Tim und ich haben uns vorher gesagt, dass wir kein Feedback geben, also weder uns noch G31 am Tag der Präsentation. Wir wollten das erstmal sacken lassen. Und ich bin dann nach Hause gegangen mit irgendwie einem unguten Gefühl. Ich dachte, das ist es nicht. Und ich bin total happy, dass Tim das mir am nächsten Tag auch genauso gesagt hat. Und wir haben überlegt, woran es liegt. Und weil unser Briefing war ja offensichtlich erfüllt. Ja, und ich glaube, am meisten gestört haben wir uns an der Farbwelt. Und da ist dann so langsam aber sicher eine Erkenntnis in uns gereift. Gefühlt ist Zipgate schwarz. Ich meine, ich trage auch keine weiß-orange karierten Hemden mehr. Und uns fehlte da so eine gewisse Hochwertigkeit. Und wir haben auch schon vor dem Rebranding immer wieder schwarze Flächen eingesetzt, um Hochwertigkeit zu erzeugen. Es gibt auch ganz viele Anknüpfungspunkte an unsere Architektur, an unsere Inneneinrichtung. Ihr habt es eben vielleicht in den Fotos schon so ein bisschen erahnen können, da arbeiten wir viel mit schwarzen Wänden, auch so Holzoptik und so, haben da einen sehr hochwertigen Eindruck erzeugt, den wir zum Beispiel auch auf unserer Messebau, in unserem Messebau verwenden. Also da spiegeln wir quasi unsere Büroarchitektur. Und das war dann auch der Ausgangspunkt fürs Rebriefing. Und jetzt hatten wir natürlich ein bisschen Schiss, denen das zu erzählen, aber die haben super professionell reagiert. Ja, kann man an dem Foto, glaube ich, ganz gut erkennen. Also ich war on fire, alle anderen waren auch on fire. Wir haben natürlich versucht, das sportlich zu sehen, obwohl das natürlich scheiße ist, wenn man sehr viel Arbeit da reingesteckt hat und auch total happy ist, weil man ist ja dann doch irgendwie mit der Arbeit verbunden. Und das war erstmal so eine kleine Klatsche. Aber ne, wie gesagt, wir haben dann da auch eine Möglichkeit gesehen, weil man dann ja auch denkt, okay, vielleicht wird es dann doch irgendwie noch besser. Und dann haben wir halt angefangen zu arbeiten. Bis dato haben wir das, wie gesagt, klassisch versucht zu entwickeln. Also wir haben irgendwann angefangen, uns zurückgezogen und weitergemacht und dann ist es halt so passiert. Und da haben wir gesagt, das ist so eine Zäsur, wir müssen irgendwie gucken, lass uns diesen Prozess wechseln und irgendwie versuchen, das anders zu machen, vielleicht ein bisschen besser als vorher. Und da haben wir dann in eine agile Zusammenarbeit gewechselt. Also bis dato haben wir in einem Wasserfallmodell gearbeitet, manche von euch kennen das vielleicht, da arbeitet man sich so ganz linear von oben nach unten ab. Wir haben angefangen mit Kick-Off-Workshops, dann daraus die Marken- und Designstrategie entwickelt, daraus ein Briefing entwickelt, dann aus diesem Briefing diesen Vorentwurf entwickelt und so hätte man dann weitergemacht. Wasserfall deswegen, weil das so linear von oben nach unten geht, hat halt nicht so gut geklappt. Und genau, das war jetzt der Moment, wo wir gesagt haben, wir müssen es ändern. Und da Zipgate ja eh Vorreiter in Deutschland in diesem Bereich New Work war, haben wir uns zusammengesetzt und überlegt, gibt es nicht eine Möglichkeit, irgendwie das Ganze auf so eine Designentwicklung mit einem externen Dienstleister, wobei wir uns jetzt nicht so verstehen unbedingt, aber zusammenzubringen. Und das erzählt Tobi kurz, wie das aussieht. Genau, wir entwickeln ja klassischerweise eigentlich Software, Telefoniesoftware, Interfaces und so und setzen da größtenteils auf Scrum. Wer von euch kennt Scrum so in den Grundzügen? Doch einige, das ist super. Und wir haben dann auch überlegt, wir halten uns da relativ nah an diesem Scrum-Framework. Ne? Und da arbeitet man klassischerweise in Sprints. Das macht man, um das Risiko zu minimieren, das Risiko des Scheiterns. Und wir wollten ja nicht nochmal scheitern und deswegen hat das eigentlich ganz gut gepasst. Und zu Beginn eines Sprints braucht man erstmal einen groben Überblick über das, was alles ansteht. Das ist dann wie so eine Art Aufgabenkatalog. Wir nennen das dann Backlog. Das haben Tim und ich dann nochmal erstellt. Und zu Beginn eines Sprints setzt man sich dann zusammen mit dem Team, das das umsetzt, in unserem Fall halt mit euch, und haben dann in einem Sprint-Planning geguckt, was wollen wir denn in diesem nächsten Sprint alles machen oder was können wir alles machen. Und daraus entsteht dann so ein Sprint-Backlog mit den Aufgaben für diesen 2-Wochen-Zeitraum in unserem Fall. Ja, und während so einem Sprint tauscht man sich natürlich auch täglich mindestens einmal aus, in so einem Daily Stand-Up heißt das. Da aber quasi das Team sowieso immer zusammensitzt, gab es da einen regen Austausch. Und das Ziel eines jeden Sprints ist eigentlich, dass man am Ende irgendwas hat, eine abgeschlossene Einheit, ein Inkrement,
eine Komponente in der Softwareentwicklung könnte das zum Beispiel ein Feature sein, was man dann potenziell an den Kunden ausrollen kann. Der Kunde waren in dem Fall wir und das Inkrement war in dem Fall eine Komponente für unser Designsystem, was wir gemeinsam entwickeln wollten. Und das haben wir quasi zweiwöchentlich gereviewt, quasi die Ergebnisse aus dem Sprint, und haben geschaut, fällt da irgendwas für unser Designsystem ab? Wenn ja, übernehmen wir das. Wenn nein, drehen wir halt noch eine Runde. Genau, und ein so ein frühes Inkrement aus diesem Prozess ist dieses Icon-System, was so ähnlich auch schon in dem Vorentwurf eigentlich enthalten war, ein bisschen anders. Wir haben dann als erste Reaktion auf dieses Feedback, was wir von Tim und Tobi bekommen haben, die Icons angefasst und da so diese Schatten eingezogen. Und zwar, weil ja ein Major-Feedback war, dass das Ganze ein bisschen zu simpel, zu flach, zu einfach gestaltet ist. Und dann haben wir gesagt, ist das schon mal ein Anfasser, wo wir sagen, okay, wir können da ein bisschen Tiefe jetzt reinkriegen, und haben dementsprechend da diese Schatten reingezogen und implementiert. Das ist, wie gesagt, wie wir bei uns so im Büro arbeiten. Also wir pinnen diese ganzen Sachen immer an die Wand und ich gehe jetzt ab und zu mal so die Wände ab oder weiter rein. Das Gleiche, was wir hier mit den Icons gemacht haben, haben wir auf der Typo-Ebene auch nochmal versucht. Also da haben wir uns den Schatten genommen und den in die Typografie eingearbeitet, weil wir irgendwann vor diesem Problem standen, dass, ne, ihr habt viele Produkte und wir müssen diese Produkte irgendwie auch mal mit einer Bildmarke versehen vielleicht. Und da haben wir geglaubt, dass es funktionieren könnte, so typografische Bildmarken zu entwickeln. Und ne, du kannst jetzt natürlich nicht nur einen Buchstaben nehmen, den da hinsetzen, sondern der braucht noch was. Und da kam dann uns der Schatten eigentlich ganz gelegen. Ihr seht hoffentlich alle, dass das nicht gut funktioniert. Und deswegen haben wir gesagt, nee, das mit der Typo lassen wir nochmal. Wir widmen uns dann doch eher einer klassischen Bildmarke und haben dann da eher grafische Formen gesucht. Natürlich ist das über die Form alleine ein bisschen schwierig auseinanderzuziehen. Da haben wir dann überlegt, okay, vielleicht können wir den Schatten doch nochmal missbrauchen und haben den da wieder mit reingenommen. Und dann ist aber natürlich total klar, also der Schatten hat schon mal geholfen, beziehungsweise dieses monochrome Farbe hilft da natürlich nochmal viel mehr. Und da haben wir dann so versucht, an diesen Bildmarken zu schrauben, bis wir diese Produkte entsprechend bebildert hatten, wenn man so möchte. Das ist so ein Ausschnitt von dieser Wand und da merkt man aber auch schon, dass die meiste Trennung, also diese optische Trennung, eigentlich über den farbigen Charakter stattfindet und gar nicht jetzt so unbedingt über die Bildmarke. Und da haben wir dann gemerkt, ist das so das Richtige? Und da gab es dann einen Moment, wo wir an dieser Wand standen und Tim, der Geschäftsführer oder einer der beiden Geschäftsführer, da oben so hinzeigte und wir gemerkt haben, ach ja, also eigentlich da steckt schon eine ganze Menge drin, die wir sehr praktisch und gut finden und die auch glücklicherweise noch ganz gut aussieht. Und dann war eigentlich auch das neue Zipgate-Logo fertig. Da lagen sehr viele Schritte natürlich zwischen, aber wir haben nur diese 40 Minuten. Zwischendurch haben wir nochmal überlegt, okay, wie könnte sowas physisch auch aussehen? Das haben wir dann schnell wieder verworfen. Zu diesem Logo, da steckt natürlich ganz viel drin. Also wir sehen da mehr drin als nur diese beiden Kreise, die ineinander greifen. Zum einen ist das natürlich die Schnittstelle zwischen Internet und Telefonie, weil das sind die beiden Sachen, die ihr zusammenbringt. Und zum anderen sind das aber auch die Menschen. Also ne, telefonieren kannst du nur mit jemandem anders. Und deswegen, da kommen auch diese beiden Kommunikationspunkte sozusagen zusammen. Und das ist, wie gesagt, das, was für uns dann auch in dieser Bildmarke transportiert wird. So sieht man das jetzt mal in der Anwendung. Also da gibt es dann auch noch eine Wortmarke zu. Und je nach Anwendung spielt man das dann mit Bild oder Wortmarke. Da kommen wir aber später noch drauf zu. Und das ist dann so, wie gesagt, ein sehr frühes Inkrement dann auch wieder gewesen, von wo aus wir weiterentwickelt haben. Ein weiteres Inkrement, was total wichtig ist für das Designsystem von Zipgate, steht hier eigentlich schon geschrieben. Also Schriftmischung erzeugt Identität. Da sind wir dann drauf gekommen, sind wir natürlich auch nicht die Ersten, die das gemerkt haben. Aber wir haben gemerkt, dass es mit den beiden Typos sehr gut geht und dass es sehr viel Charakter stiftet. Und zwar haben wir die PX Grotesque benutzt und die DIN Next Light. Und Nicolas Eigenherr, der die PX Grotesque geschnitten hat, hat mal gesagt so über seine eigene Schrift, When Pixels Become Curves, die ist so entstanden, dass er eigentlich eine Font machen wollte, die so eine Digitalanmutung hatte, was natürlich in dem Kontext von Zipgate sehr viel Sinn macht, haben wir die dann natürlich auch verwendet. Und an dem kleinen A unten seht ihr zum Beispiel ne, diesen Abstrich, also das ist so eine Pixel-Ästhetik. Und das Ganze haben wir dann kontrastiert mit der DIN Next und da einfach so eine sachliche Ebene noch mit reingebracht. Genau, jetzt sind wir wieder bei diesen Bildmarken, wo wir lange dran rumgefummelt haben und dann aber auch jetzt genau das Gegenteil eigentlich gemacht haben. Wir haben ja immer geglaubt, man müsste das möglichst entzerren und ne, andere Bildmarken für andere Produkte. Und jetzt haben wir das so gemacht, dass alles halt die gleiche Bildmarke bekommt. Und weil wir jetzt dieses gute typografische System haben, kriegen die auch noch alle die gleiche Typo. Und standen dann aber natürlich vor dem Problem, jetzt sieht das halt alles irgendwie gleich aus und wir kriegen es gar nicht mehr auseinander.
Und von da aus mussten wir dann halt eine Lösung finden, die wir dann auch glauben, ganz gut gefunden zu haben. Und um diese Lösung zu finden, mussten wir uns aber erstmal angucken, okay, was haben wir so als Toolbox, also Cooper Hauskamp haben heute Morgen auch drüber gesprochen, es gibt eine Toolbox, der man sich bedienen muss, die man dooferweise aber auch vorher erstmal noch erfinden muss. Und die haben wir uns angeguckt und dann haben wir das Logo analysiert. Da drin haben wir gesehen, diesen Winkel, den Cooper Hauskamp auch irgendwie schon mal hatte, nur ein bisschen größer, aber in einer ähnlichen Darstellung. Dann diese zerschnittenen Kreise bzw. zerteilte Flächen sind da ganz distinkt aufgegriffen, plus ein Verlauf, der hier noch monochrom ist, aber später vielleicht nicht mehr. Genau, und das sind so diese drei Dinger für unsere Toolbox, woraus wir dann versucht haben, diese Produkte voneinander zu entzerren. Konkret ist das passiert über Produktmuster, die wir geschaffen haben, und da kriegt dann jedes Produkt so ein eigenes Muster zugeordnet, und das haben wir dann natürlich auch noch farbig gemacht, weil wir haben vorher schon gemerkt, das klappt. Wir wussten nur noch nicht, wie genau das noch besser klappen kann. Und jetzt hat jedes Produkt sein eigenes Muster in einer eigenen Farbe. Gemeinsam haben die aber alle, dass die so eine Grundfarbe haben. Also das Dunkelblau ist quasi produktübergreifend auf allen Produkten angewandt. So, jetzt sieht man mal diese Muster, die wir da entwickelt haben. Die haben natürlich auch alle so ganz leichte inhaltliche Referenzen an die Produkte. SIM-Quadrat zum Beispiel ist das Mobilfunkprodukt von Zipgate. Und also vielleicht sind welche mit dem Zug angereist. Ihr sitzt da drin und guckt raus und die Bäume ziehen so vorbei. Und das ist so ein bisschen, steckt da mit drin, so Reminiszenz an Bewegung und Bewegungsunschärfe. Zipgate Team als Flaggschiff der Firma, er bringt natürlich größere Gruppen zusammen, die kommunizieren. Das stellen wir hier über diese Anordnung der Bubbles dar, die dann über diesen Strich quasi miteinander in Verbindung treten bzw. miteinander kommunizieren. Und so steckt das so ganz rudimentär eigentlich auch in jedem Muster drin. Also jedes Muster hat eine Idee. Und hier sieht man jetzt auch, dass uns das dann glücklicherweise doch ganz gut gelungen ist, die Sachen voneinander zu entzerren, obwohl die natürlich alle eine gleiche Typografie haben und auch eine gleiche Bildmarke sozusagen. Und trotzdem geht das dann nachher auseinander über die einzelnen Muster. Tobi erzählt euch jetzt, wie denn das ganze Designteam intern quasi geonboardet wurde. Genau, nachdem wir jetzt so ganz viele Inkremente quasi in das Designsystem geschoben haben, kamen wir irgendwann zu dem Punkt, dass wir gesagt haben, eigentlich sieht das jetzt schon ganz gut aus und eigentlich müssten das wir mal, also Tim und ich, wir wussten das als Einzige in der ganzen Firma überhaupt, müssten jetzt langsam mal den Kreis der Wissenden vergrößern, weil wir dachten, das geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Und GN30 war dann so nett, unser Designteam quasi einzuladen zu sich und das zu präsentieren. Wir waren natürlich mega nervös, weil wir fanden es gut, aber wir sind ja beim ersten Mal auch irgendwie, keine Ahnung, auf die Fresse gefallen und dachten, vielleicht passiert das jetzt wieder. Es war zum Glück nicht so. Die waren total begeistert, unsere internen Designer, und wir haben dann gleich die Gelegenheit genutzt, auch nochmal Feedback zu sammeln auf den bestehenden Inkrementen quasi, haben ganz viele Post-its geklebt und ab dem Zeitpunkt dann tatsächlich auch gemeinsam, also unsere Designer mit den Designern von GN30 das Designsystem weiterentwickelt in kontinuierlichen Feedback-Loops. Und das haben wir so lange gemacht, bis am Ende ein Designsystem rausgekommen ist, wo wir gesagt haben, jetzt, das ist jetzt eigentlich so weit, damit kann man an die Öffentlichkeit gehen. Und genau zu diesem Zweck haben wir einen kleinen Film produziert und den würde ich euch jetzt zeigen. Zipgate ist kein typischer Telefonieanbieter. 2004 haben wir Internettelefonie nach Deutschland gebracht. Seitdem sind wir unterwegs auf der Schnittstelle von Internet und Kommunikation. Komplexität und Einfachheit, Innovation und Design. Unser Erscheinungsbild zeigt unsere Mission in einem Symbol. Es vereinheitlicht unser Produktportfolio und schafft gleichzeitig Raum für Innovation und Weiterentwicklung. Denn eines können wir nicht: stillstehen. Wir denken ständig neu, bleiben anpassungsfähig, reagieren und erfinden uns neu. Statt in den Status quo investieren wir mit Vollgas in agile Zukunftslösungen. Willkommen bei Zipgate, den Pionieren der Internettelefonie. Vielen Dank. Jetzt habt ihr das visuelle System quasi schon mal in Action gesehen. Hier sieht man es nochmal ganz schön in einer Übersicht. Über viele Aspekte haben wir jetzt schon gesprochen. Ich gehe nochmal so auf diejenigen ein, über die wir noch nicht so gesprochen haben. Angefangen mit dem Farbsystem. Klar, da haben wir jetzt eine relativ einfache Lösung. Zipgate basiert zum Großteil auf Schwarz. Und dann sind wir eben hingegangen
und haben für jedes Produkt eine Signalfarbe eingeführt plus eben einzelne Abstufungen dieser Signalfarbe und diesen markanten Farbverlauf, der sich dann auch in den Produktmustern widerspiegelt. Und so haben wir einerseits eine schöne markenübergreifende Einheitlichkeit, wie das Thema Farbe funktioniert, und gleichzeitig kommunizieren wir aber auch über die Farbe die Individualität der jeweiligen Produkte. Thema Typografie, da hat der Mats auch schon einiges zu gesagt. In so einer Übersicht sieht man, glaube ich, nochmal ganz schön, wie markant, aber auch wie vielseitig man mit dieser Schriftmischung umgehen kann. Macht tatsächlich einfach Spaß, damit zu arbeiten mittlerweile. Genau, Thema Bildsprache, da haben wir gar nicht so viel gemacht. Ganz einfach, weil das, was da war, schon ziemlich gut war. Zipgate arbeitet schon sehr lange mit Oliver Tjaden zusammen, das ist ein super Fotograf aus Düsseldorf. Der kommt regelmäßig da im Unternehmen vorbei und fängt das Geschehen fotografisch ein. Der kennt die Leute mittlerweile, der ist nah dran und das merkt man den Fotos auch an. Und dementsprechend integrieren die sich auch einfach super in die ganze Markenwelt. Ja, Thema Icons und Illustrationen für eine Firma wie Zipgate, die ja auch eher abstrakte, erklärungsbedürftige Services verkauft, ist das natürlich total wichtig, einfach weil man darüber komplexe Sachverhalte einfach grafisch veranschaulichen kann. Wir haben ein ziemlich breites Icon-Set entwickelt und viel, viel Herzblut auch in das Thema Illustration tatsächlich gesteckt. Das ist mal eine Übersicht von Illus für die Dachmarke, deshalb in Schwarz-Weiß. Da waren uns eigentlich drei Sachen wichtig. Erstens, dass wir es schaffen, einen wirklich eigenständigen Stil zu entwickeln, der auch vielleicht langfristig wirklich dann ausschließlich mit Zipgate verknüpft wird. Zweitens, dann muss sich dieser Stil natürlich integrieren in den Rest der Markenwelt. Und drittens, sollte das Ganze wie so ein Baukastensystem funktionieren, mit dem Zipgate auch intern selbst langfristig gut arbeiten kann. Das haben wir so gelöst, dass sich die Hintergründe von den Illus immer bestehender Elemente des visuellen Systems bedienen. In dem Fall von der Dachmarke ist das eben so eine Art Kuchenstück, geschnitten aus der Bildmarke. Und das verbindende Element zwischen Vordergrund und Hintergrund ist dann eben wieder dieser markante 36-Grad-Winkel, der sich durch alle Ebenen durchzieht und der dann einfach bestimmt, wie die Motive eingefärbt werden. Und allein durch dieses kleine Detail bekommt das Ganze dadurch auch eine eigene Ästhetik. Ich lasse die Frau mal loslaufen. Dann sieht man noch so einen weiteren Aspekt, und zwar kann man nämlich jetzt jede Illo ganz einfach überführen von dem Dachmarkenkontext in jeden Produktkontext, einfach indem man diesen Hintergrund austauscht und da wiederum Elemente aus den Produktmustern aufgreift. Und so haben wir eigentlich ein schönes, einfaches System, was man überführen kann in jeden Kontext, wo man es gerade braucht, mit jeder Illustration. Insgesamt haben wir so jetzt für die ganzen Produkte von Zipgate so eine Art visuelles Vokabular geschaffen. Und dann war eben noch die Frage, wie man das Ganze jetzt aufbereitet, dokumentiert, damit die Leute bei Zipgate auch intern damit arbeiten können. Und da übergebe ich jetzt nochmal an den Tobi. Genau. Und da wir eine Internetfirma sind, haben wir natürlich eine Webseite gebaut, auf der wir unser visuelles System quasi konserviert haben für alle zum Nachgucken. Da gibt es nicht nur die Design-Guidelines, sondern da gibt es auch zum Beispiel eine Pattern-Library für unsere Webseiten, die wir echt über einen sehr langen Zeitraum aufgebaut haben, auf die wir auch sehr stolz sind. Mittlerweile aber auch so ein Tonality-Guide, ganz viele Templates zum Download für Präsentationsvorlagen, für so Aufsteller, alles, was unsere Designer brauchen, halt quasi, um Medien zu bauen. Und das Ganze könnt ihr euch auch angucken auf zipgatedesign.com, falls euch das interessiert. Aber wir hatten halt auch Bock auf irgendwas Physisches, so ein Buch, das kann man auch mal jemandem um die Ohren hauen. Und deswegen haben wir das zusammen mit den Jungs und Mädels von G31 produzieren lassen, auch nochmal in gedruckter Form. Und das haben dann alle Mitarbeiter von uns bekommen. Ja, apropos alle Mitarbeiter, die wussten nämlich tatsächlich auch noch nicht zu dem Zeitpunkt, was sie erwarten wird. Und deswegen mussten wir erstmal überlegen, wie rollen wir das Ganze denn jetzt überhaupt in der Firma aus? Wie übertragen wir unsere Begeisterung jetzt auf alle und wie kriegen wir das Standing? Weil das war ja schon echt ein radikaler Wechsel jetzt von unserem alten Logo. Ich hoffe, ihr habt es nicht mehr im Kopf, aber vielleicht habt ihr es noch im Kopf jetzt hin zu dem ganz neuen System. Und da haben wir überlegt, da das mit unseren Designern schon so gut geklappt hat, laden wir die Jungs und Mädels von GN30 nochmal zu uns ein, um diesen Case zu präsentieren, verbunden mit einer riesigen Party. Die Räumlichkeiten dafür haben wir ja zum Glück. Und zu einer guten Party gehören auch Geschenke. Und deswegen haben wir als kleinen Bestechungsversuch aufwendig Boxen produzieren lassen, in denen unter anderem unser Brandbook drin war, aber auch noch viele andere schöne Dinge.
Jetzt das passiert, wovor wir alle Angst hatten. Hier sieht man, was auf jeden Fall in dieser Box alles drin ist. Also angefangen von einem Notizbuch hin zu einem Brandbook, Kudos-Cards. Das sind so kleine Karten, die man seinen Kollegen überreichen kann oder Kolleginnen, wenn die was Tolles gemacht haben. Visitenkarten und so weiter und so fort, Aufkleber. Und das Ganze haben wir produzieren lassen, übrigens bei Letterjazz, die auch heute hier sind, die haben einen Stand draußen, vielleicht sagt ihr mal hallo, ganz tolles Team, wir sind super happy mit der Zusammenarbeit und mit dieser Box. Das hat allen wahnsinnig gut gefallen, zum Beispiel Tim, dem, glaube ich, genauso wie mir an dem Tag ein Riesenstein vom Herzen gefallen ist. Man sieht die Erleichterung, glaube ich, auch alle anderen Mitarbeiter waren super happy. Wir haben dann direkt natürlich alle Schilder ausgetauscht, das Ganze mit ordentlich Rosé begossen und dann blieb natürlich die Frage, wie rollen wir das denn jetzt nach außen aus? Unsere Kunden haben immer noch unser altes Logo gesehen. Und auch da wieder greifen wir auf unsere Erfahrungen als agile Firma zurück und haben überlegt, wir machen das wieder mit einem Sprint. Viel anderes können wir nämlich auch nicht. Und dann haben wir aber überlegt, ein Sprint ist vielleicht ein bisschen ja, sportlich für so ein komplettes Rebranding, ob wir das wohl schaffen. Und dann haben wir gesagt, das müssen wir aber eigentlich schaffen. Und dann haben wir gedacht, dann lassen wir einfach alle ran. Wir haben dann tatsächlich mit 150 Mitarbeitern eine Woche lang nichts anderes gemacht, als unsere kompletten Webseiten, unsere gesamte Kommunikation auf links gedreht. Eine Taskforce aus unserem Designteam hat vorher das riesige Backlog erstellt mit über 250 Items. Wir haben uns organisiert in 3 Slack-Channels und das war eine super Sache, weil wir tatsächlich als Firma sonst sehr verteilt arbeiten an den unterschiedlichen Produkten, halt zwar in cross-funktionalen Teams, aber jeder mit einem eigenen Fokus. Und da haben wir seit langem mal wieder alle auf ein großes Ziel hingearbeitet, was wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Und der Mats zeigt euch jetzt noch ein paar Anwendungen. Jo, wir hatten neben dieser Bestechungsversuch-Box natürlich auch noch das Vergnügen, ein paar weitere Anwendungen zu machen, die uns Spaß gemacht haben. Open Source Festival in Düsseldorf, Zipgate ist ein Sponsor davon und darf dann dementsprechend auch eine Bühne stellen, die durften wir gestalten. Das war schön, das war tatsächlich der erste Moment, wo die Öffentlichkeit auch mitbekommen hat, dass Zipgate ein neues Design bekommen hat. Dann diese Box, die auch quasi an Journalisten und Fachpresse rausgegangen ist, die ihr gerade ja schon gesehen habt. Was auch super cool war, was man auch als Gestalter nicht ganz so häufig macht, einfach weil der Kreis der Auftraggeber, der potenziellen relativ gering ist, SIM-Karten zu gestalten, war sehr schwierig, aber hat uns Spaß gemacht und ist am Ende auch gut gelungen. Ja, das sind jetzt so Messe-Roll-Up-Displays, to go quasi, die man auf die Messe mitnehmen kann. Und bis dato waren die Anwendungen alle sehr monochrom. Und zu so einem Rebranding gehört vermutlich auch so eine kleine Beschwerderunde der Kunden und Fans und da wurde uns dann halt ein grauenhafter Designunfall attestiert, bezog sich unter anderem auch auf diese schwarz-weiße Farbgebung. Da war dann von einem Beerdigungsinstitut die Rede, dem das Ganze gleich kommen würde und ja, konnte man so sehen, das System lässt aber natürlich viel mehr zu. Also ne, da kann man in diesem Bereich viel farbiger werden, das habe ich gerade ja schon kurz so ein bisschen erzählt und sodass wir glauben, ja, ist okay, aber muss man nicht unbedingt für komplett geltend machen lassen. Erst recht nicht, wenn man sich die Websites anguckt, die Zipgate größtenteils eigentlich in Eigenregie umgebaut hat, einfach weil da auch alle Kompetenzen in-house abgebildet sind. Also da sitzen Entwickler, da sitzen UXer und UIler und die können das alles selber. Wir sind da so, haben den Prozess begleitet und sind mitgeflogen und eigentlich habt ihr aber an sich alles selbst gemacht, was super war und was auch Spaß gemacht hat. Und da sieht man jetzt nochmal so einen Aufschlag, wie das Ganze farbig ist. Wie gesagt, wir haben immer in diesen Sprints gearbeitet und das war dann so ein Inkrement, was ein bisschen später logischerweise stattgefunden hat, weil dieser Baukasten einfach noch nicht so komplett war. Eine weitere Sache, die wir uns dann angenommen haben, ist, wie könnte das Ganze so im Bewegtbild aussehen? Und natürlich, also leicht ist immer Bewegtbild, Kamera anlaufen lassen, was ein bisschen mehr Spaß macht in dem Falle, weil wir auch sehr viel Energie in die Illustrationen gesteckt haben, dass wir gedacht haben, okay, Zipgate bewegt könnte auch Illustration sein und dementsprechend haben wir für das Produkt Zipgate Team einen Social Media Spot gemacht, der genau sich dieser Methode bedient und der kommt jetzt.
Das war dann quasi der Werbespot zu Zipgate Team für Social Media, der auch beliebig klein geschnitten werden konnte in wieder Sequenzen, die weiter verwurschtelt werden konnten. Und ich mutmaße, dass Patrick und Kaspar und Max, die da maßgeblich dran beteiligt waren, auch viel Spaß hatten beim Erstellen der ganzen Sache. Damit ihr hier alle nachher ein bisschen schlauer rausgeht, als ihr reingekommen seid, hoffentlich, haben wir Learnings mitgebracht, und zwar von Agenturseite, aber auch von Auftraggeberseite. Ich würde gerne sagen, was wir gelernt haben, was super war. Unser erstes Learning war, dass diese Lean und agile Zusammenarbeit in erster Linie ein Mindset ist. Sehr abstrakt, aber was das konkret meint, ist, dass wir als Gestalter ja eigentlich immer bemüht sind, möglichst geil fertig abzuliefern. Also ne, wir möchten dem Kunden natürlich helfen oder dem Auftraggeber, aber es muss vor allem auch gut sein, und das sollte, wenn es geht, nicht so Stück für Stück sein. Das ist in so einem Prozess natürlich nicht möglich. Da muss man sich ein bisschen von freimachen, dass man quasi so den einen Tag hat, wo alles von rechts auf links gedreht wird. Außerdem fühlt sich das Ganze, wenn man in diesen 2-Wochen-Sprints arbeitet, immer so ein bisschen an, als würde einer mit einer Schrotflinte hinter einem stehen, weil man natürlich auch aus dieser Denke kommt, dass man jetzt wieder was schön Fertiges hätte. Und da muss man sich so ein bisschen locker machen. Wenn man das einmal gemacht hat, ist aber super. Dann ist diese Art und Weise der Zusammenarbeit, die wir gemeinsam ja entwickelt haben, weil da gibt es halt keinen Blueprint für, also es hat jetzt auch echt 2 Jahre gedauert, bis wir da so ein Framework für uns gefunden haben, in dem wir gut arbeiten können zusammen. Mit Sicherheit kein Allheilmittel für jeden Auftraggeber. Also wenn jetzt so ein Stehkaffe um die Ecke zu einem kleinen Studio kommt und sagt, ich hätte gerne ein neues Corporate Design, ist das mit Sicherheit ein zu großes Framework dafür. Das kann man also nicht auf alles anwenden, und man kann es mit Sicherheit auch nicht darauf anwenden, wenn der Auftraggeber selbst gar nicht gewohnt ist, in so einer Umgebung zu arbeiten, weil man kann das nicht von außen übertragen, einfach auf jemanden, der davon keine Ahnung hat. Und das Letzte, was auch schon sicher so ein bisschen jetzt durch den Tag zieht, ist, dass der eigentliche Star des Designsystems nicht das Logo so als singulärer Monolith ist, sondern im Wesentlichen so die ganzen einzelnen Bestandteile, die alle parallel irgendwie existieren, und für uns gefühlt auch so dieser Kit, also der Fugenkit quasi, der die Einzelteile zusammenhält, der aber gar nicht so explizit manchmal ausmachbar ist, ist eigentlich mit das Wichtigste in so einem System. Jetzt sagt Tobi noch was zu euren Learnings. Genau, better done than perfect, stimmt wirklich. Ist für uns eigentlich keine neue Erkenntnis. Wir arbeiten halt agil nach Scrum, da geht es genau darum, schnellstmöglich in kurzen Intervallen Kundenwert zu liefern, und dann muss man auch schon mal Abstriche bei der Qualität machen, einfach um festzustellen, ob man auf dem richtigen Weg ist. Und das ist uns hier tatsächlich sehr schwer gefallen. Wir hatten einen sehr hohen Anspruch, weil wir hatten halt echt auch einen ordentlichen Haufen Schulden angehäuft, Designschulden, und wir wollten, dass das richtig, richtig gut war, wird, und deswegen mussten wir uns selber manchmal ermahnen, uns an unsere eigenen Prinzipien zu halten. Gleichzeitig aber auch die Erkenntnis, dass radikale Veränderungen einfach Zeit brauchen. Also wenn man von heute auf morgen sein komplettes Erscheinungsbild ändert und das ernst meint und auch ernst genommen werden will, dann muss man dem Ganzen einfach Zeit geben. Dann muss man vor allem auch konsistent kommunizieren über einen längeren Zeitraum. Und für uns auf jeden Fall auch eine große Erkenntnis, im Gegensatz zu diesen vielen kleinen Kommunikationssträngen, die wir vorher hatten. Dann eigentlich für mich so die größte Erkenntnis, nicht nur was dieses Projekt angeht, sondern auch andere Projekte bei uns bei Zipgate. Wir bauen halt relativ viele Dinge, sehr gerne. Wir sind da sehr stolz drauf, wir geben die unseren Kunden, die finden das toll, und dann langweilen die uns und dann machen wir irgendwas anderes. Und das sollte man tunlichst vermeiden, weil wenn man so Dingen wie so einem Design oder einem Produkt zu viel zutraut und die dann im Moment unbeobachtet lässt, verändert sich alles drumherum, sodass das Design oder das Produkt automatisch schlechter wird. Und deswegen haben wir jetzt ein eigenes Team, was quasi nichts anderes macht, als dieses Designsystem weiterzuentwickeln, zu betreuen, ständig zu hinterfragen und zu verbessern. Und ja, wir freuen uns auf alles, was da noch kommt, und bedanken uns ganz herzlich. Vielen Dank. Applaus